Zuschauer. Hallo, liebe Zuschauerin. Ich begrüße dich, ich begrüße euch zu meiner Magazinsendung, Magazin der Nichtarbeit, und jetzt folgt die Übersicht. Als erstes seht ihr einen Beitrag von mir, und zwar von der Antira-Demo in Dessau, die am 25.02. dort stattfand. Als zweites folgt dann von meinem Kollegen Rolf. Ja, etwas zum Atomforschungsreaktor am Hahn-Meitner-Institut. Da gab es Anfang des Monats eine Aktion, sowohl am Maximkurs als auch direkt vor dem Hahn-Meitner-Institut. Es geht um den Wiederbetriebnahme nach dem Stresstest, durch den sogenannten. Als drittes dann was aus Syrien, dazu kann uns der Matze was sagen. Ja, Heiner hat eine Zusammenfassung der letzten Wochen aus Syrien gemacht. Und als viertes folgt nochmal ein Bericht über den Kulturabbau im Pankow und dazu ein Soli-Konzert aus der WABE. Und das war die Übersicht. Ja, und das war die Übersicht. Ja, Anfang des Jahres, im Januar, gab es mehrere Neonazi-Aufmärsche. Und aus diesem Grund gab es im Februar eine große Antifa-Demo. Du weißt ein bisschen Näheres, oder? Und zwar war das in Dessau, da gab es unmittelbar, nachdem die Demo zum Todestag von Oury Jalloh so böse zusammengeknüppelt wurde, am 7.1. dann auch am Anschluss, infolgedessen mehrere Neonazi-Aufmärsche. Und aufgrund dessen fand dann am 25.02. eine recht gut besuchte Antira-Demo in Dessau, Antira-Antifa-Demo statt, und davon sehen wir jetzt ein paar Bilder. Hand ab. Rassismus ist Alltag in Deutschland. Je nach Studie, die man zu Rate zieht, haben 30 bis 45% der Bevölkerung rassistische Einstellungen. Neonazistische Gewalt in No-Go-Areas sind für viele Migrantinnen ebenso Alltag wie rassistische Polizeikontrollen. Mit Bekenntniszwängen und Erklärungen gegen Extremismus wird versucht, sich gegen jeden Extremismus zu wenden. Was im Aufstand der Anständigen von vornherein als Problem mitschwang, tritt nun offen zutage. Die jahrelange Ignoranz, auch von Antifaschistinnen und Antifaschisten, gegenüber Rassismus, Antisemitismus, Homophobie usw., der sich in der Mittelgesellschaft ausbreiten konnte, und die reine Fokussierung auf Neonazis und ihre Strukturen hat zu einem wachsenden Rassismus der Mitte geführt, der an demokratischen Gewalt daherkommt. Von Anfang an konnte nicht sein, was nicht sein darf. Man konnte nicht zugeben, dass der Tod von Oury Jalloh etwas mit Rassismus zu tun hatte, weil die involvierten Beamten eben keine Neonazis waren. Man konnte nicht zugeben, dass Polizeibeamte eventuell aus rassistischen Motiven gezielt auf Migranten einprügelten. Zum Beispiel Gedenkdemonstrationen an Oury Jalloh im Januar, eben weil sie keine gefestigten Neonazis waren. Man konnte nicht zugeben, dass die rassistisch motivierten Demonstrationen nach dem Messerangriff auf einen ASG-Spieler etwas mit Rassismus zu tun haben. Man musste fast zwangsläufig ignorieren, verdrängen und beschwichtigen, Gegner diskreditieren und Beweise zurückhalten, weil sonst einsehen müsste, dass all diese Dinge nur Phänomene sind, die aufzeigen, was schon lange unter der Oberfläche von Dessau brodelt. Dabei wurde auch nicht davor zurückgeschreckt, selbst die eigenen rechtlichen Grenzen zu überschreiten und den eigenen Rassismus freien Lauf zu lassen. Einige Beispiele dafür. Am 7. Januar 2012 veranstaltete die Uhijalo-Initiative eine Gedenkdemonstration für den getöteten Oury Jalloh. Die Polizeiführung von Dessau glaubte endlich, die notwendigen rechtlichen Mittel in der Hand zu haben, um die Meinung der Demonstrantin, der Tod Oury Jalloh sei ein rassistischer Mord gewesen, beschneiden zu können. Die eingesetzten Beamten übertrieben es allerdings in ihrem Diensteifer und gingen brutaler vor, als es gewollt war. Es gab zahlreiche Verletzte und der Versammlungsleiter musste für 4 Tage ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Innenministerium musste reagieren, um jeglichen Vorwurf den Wind aus den Segeln zu nehmen. Lückenlose Aufklärung, versprochen sie. Und ein Zeigen der Polizeivideos vom Innenausschuss. Als es soweit war, redete man sich damit heraus, die Videos müssten erst durch die Staatsanwaltschaft freigegeben werden, weshalb man sie nicht zeigen könnte. Auch eine Einladung an die Demonstrantinnen und direkte Zeugenberichte zu hören, wurde vom Innenausschuss mehrheitlich abgelehnt. Für uns ist dies eine Verzögerungstaktik, um den Anschein von Aufklärung zu erwecken und sobald die öffentliche Aufmerksamkeit verschwunden ist, heimlich still und leise die ganze Sache unter den Tisch kehren zu können. Als es zu Anschlägen unter anderem auf die Dessauer Polizeiwache und Polizeiautos in Magdeburg und Halle kam, war dies ein willkommener Anlass, die Oury Jalloh-Initiative und ihre Sympathisantinnen in die Nähe dieser Anschläge zu rücken, sie mit Überwachungsmaßnahmen zu überziehen und sie im Rücken der Extremismuskeule endlich überschwingen zu können und sie ins politische Abseits zu stellen. Soweit so gut und nichts weiter als eine bekannte Law-and-Order-Politik, wie sie auch andernorts stattfindet. Doch in Dessau zeigte sich, dass Stadtverwaltung und Polizei mit zweierlei Maß messen. Sie gingen eben nicht gegen jeden mit Law-and-Order vor, sondern nur gegen Migrantinnen und Linke. Während Migrantinnen eingeschüchtert werden, ihre freie Meinungsäußerung eingeschränkt und sie in der Folge brutal angegriffen werden, passt man Rassisten und Neonazis mit Samthandschuhen an und kommt ihnen sogar entgegen. Nach dem Messerangriff auf einen Spieler des ASG Dessau sammelten sich am Abend spontan rund 300 Personen, um gegen Gewalt zu demonstrieren. An dieser Demo nahmen auch Neonazis des Freien Netzes sowie rechte Hooligans teil. Unter anderem waren Rufe wie kriminelle Ausländer rauszuvernehmen. Statt einer Distanzierung gab es von der Stadt nur den Ruf nach Ruhe und Besonnenheit. Der Oberbürgermeister entblödete sich nicht einmal, die schwarze Community aufzufordern, sie solle doch einen Knoten zerschlagen, indem sie den verletzten Spieler im Krankenhaus besuchte. Ich denke, ich muss nicht erklären, warum diese Kollektivschuldannahme gegen die schwarze Community aufgrund derselben Hautfarbe rassistisch ist. Per SMS und Facebook mobilisierten Dessauer Bürger für den folgenden Samstag erneut zu einer Demo. Der verletzte Fußballspieler und sein Verein distanzierten sich von genau dieser Demonstration. Es war also zu erwarten, dass sämtliche Personen, die dennoch erneut auftauchen würden, offen rassistisch motiviert sein würden. Am folgenden Samstag sammelte sich dennoch erneut ein rassistischer Mob. Die Demo war nach wie vor nicht angemeldet. Obwohl das Versammlungsgesetz eine Anmeldung 48 Stunden vorher vorsieht, war dies kein Problem. Die Demo wurde, obwohl der Grund schon lange bekannt war, kurzerhand als Spontanversammlung zugelassen. Man hätte die Demo auch aufhalten können, weil die Teilnehmerinnen vermobbt waren und zum Teil Quarzhandschuhe anhatten. Die Gefahr für Leib und Leben von Migranten, die von einer so ausgestatteten Demo ausging, war sichtbar und dennoch wurde sie großzügig laufen gelassen, mit nur sehr marginalen Polizeispalier. Aufgrund dieser Vorkommnisse gründete sich unsere Initiative Aufklärung und Transparenz. Wir wollten nichts weiter als das einfordern, was Demokratie und Rechtsstaat sowieso versprechen. Wir beschlossen nichts anderes, als das Rathaus von Dessau zu besetzen, um endlich zu fordern, dass das Recht eingehalten wird. Wir versuchten, die Türen zu verschließen, hingen Transparente aus den Fenstern und besetzten anschließend den Ratssaal. Wir forderten die Freigabe der Polizeivideos vom 7. Januar. Die Anhörung der Demonstranten und der Verletzten vor dem Innenausschuss. Eine Beendigung der Kriminalisierung der Oury Jalloh-Initiative und eine Erklärung, wie es sein konnte, dass dem Versammlungsrecht zum Trotz eine rassistische... Ja, Rolf, irgendwie vor einigen Wochen gab es in Berlin eine Aktion vom Hahn-Meitner-Institut, weil der Reaktor soll ja jetzt auch wieder angefahren werden und du weißt dazu genaueres? Ja, richtig. Also es gab nicht nur eine Aktion direkt am HMI in Wannsee, es gab auch eine Aktion auf dem Mexikoplatz. Der Grund an dieser Aktion am Mexikoplatz sozusagen, dass dort die Evakuierungszone des Hahn-Meitner-Institutes oder des Reaktors endet, falls sozusagen dort ein Unfall passiert. Ja, der Grund dieser Aktion war sozusagen, dass ja ein Stresstest in Anführungsstrichen gemacht wurde und der Reaktor bald wieder in Betrieb genommen werden soll. Angeblich ist ja alles sicher. Das folgt ja an diesem Stresstest ist eigentlich sozusagen, dass die Prüfer und Prüferinnen sich den Reaktor überhaupt die anderen nie angesehen haben. Sie haben sich einfach nur die Unterlagen des HMI-Instituts sozusagen zu Rate gezogen und haben daraus sozusagen geschlossen, dass der Reaktor alles total sicher ist. Das ist natürlich Unsinn, denn die technischen Mängel, wie zum Beispiel, dass es der Reaktor in keinem flugzeugabsturzsicheren Gebäude sich befindet und dass auch das Kühlsystem also mangelhaft ist und dass viele andere Sachen nicht unbedingt den aktuellen atomrechtlichen Vorschriften entsprechen, ist natürlich, also ändert sich natürlich da nicht. Und deswegen gab es halt eine Aktion, Mexikoplatz und am HMI, um das nochmal aufzuzeigen und die Gefahren. Es gab viele Reden, aber es ist selber Band ab. Der BER II ist ein sogenannter Schwimmbadreaktor. Er wurde 1973 aufgebaut in der heutigen äußeren Konfiguration. Also Gebäude und Becken stammen aus dem Jahr 1973. Es war damals ein relativ kleiner Pelletreaktor. Man hat mit 2 Megawatt Leistung begonnen, später hat man auf 5 Megawatt aufgestockt. Dann reichte für die Neutronenforschung diese Leistung plötzlich nicht mehr. Und dann hat man 1985 in demselben Aufbau, in demselben Containment, mit denselben Sicherheits- und Notfallmaßnahmen eine Aufstockung auf 10 Megawatt durchgeführt. Aha. Auch Leute vom Helmholtz-Zentrum sind da. Guten Tag, hallo. Und dies diente den Forschern dazu, mehr Neutronenausbeute zu haben, um eben schnellere Messergebnisse zu erhalten. Dies ist richtig. Was ein Schwimmbadreaktor ist, es ist ein Reaktor, an dessen Beckenrand man sich sogar während des Betriebes aufhalten kann und hineinschauen kann. Das ist einerseits sicherlich sehr schön, dass die Leistungsdichte des Reaktors so niedrig zu sein scheint, dass man eben oben in das Becken hineinschauen kann und in etwa 8 Meter Tiefe dieses wunderschöne blaue Licht der Tscherenkov-Strahlung betrachten kann. Das ist sicherlich einerseits sehr schön. Andererseits können auch alle möglichen Gegenstände von oben durch das Dach des Reaktorgebäudes, das kein Containment ist, hineinfallen. Das ist dann weniger schön. Die Steuerwarte befindet sich ebenso in diesem Gebäude und die Betriebsmannschaft sitzt unmittelbar über dem Reaktor und betreibt ihn und die zugehörigen Experimente. Ich schaue immer noch etwas beunruhigt zu den zahlreichen vorhandenen HZB-Wannsee-Mitarbeitern, die hoffentlich mit Interesse hier unserer Veranstaltung folgen und nicht aus anderen Gründen hier sind. Ja, zu den Bauteilen, die verwendet werden. Der Reaktor wurde im Oktober vor 1,5 Jahren außer Betrieb genommen, zu Wartungs- und Reparaturzwecken. Dieses Zentrum ist ein großes Forschungszentrum, das frühere Hahn-Meitner-Institut. Und dieses hat sich in der Zwischenzeit sehr diversifiziert. Eigentlich war es schon immer ein sehr vielfältiges Zentrum, weil es gab früher auch dort eine Kernforschung, also richtig eine konservative Kernforschung. Es gab Beschleunigertechnologie, es gab Dünnschichttechnologie, die ist heute gemündet in die Solarforschung. Das bedeutet also, dass etwa 35% der Forschung, die dort am Standort stattfindet, zu dem wir jetzt gehen, von dem Reaktorbetrieb vollkommen unabhängig ist. Es ist einmal gute 25% an diesem Standort Solarforschung. Das sind neue Materialien, neue Beschichtungsverfahren. Das sind ganz hochrangige Arbeitsgruppen, die sehr erfolgreich sind in den neuen Dünnschichttechnologien. Und Sie hören jetzt schon, ich bin in keinem Fall ein Gegner dieses Forschungsstandortes, sondern wir sollten uns nur auch im Sinne der Forscher, die dort tätig sind, von diesem stark veralteten Reaktor trennen. Der zweite Forschungsbereich, der gern vom Betreiber in Verbindung mit dem Reaktor gebracht wird, ist die sogenannte Augentumortherapie. Ja, was ist jetzt mit den anderen 65%? Wenn wir das Ding jetzt stillsetzen, werden die alle arbeitslos. Nun, seit 1,5 Jahren ist der Reaktor stillgesetzt, zu Reparatur- und Wartungszwecken. Und an diesen 1,5 Jahren, dadurch ist offensichtlich ja kein großer Schaden passiert. Denn viele der Materialforscher forschen auch an anderen Einrichtungen. Zum Beispiel am Standort Bessy in Adlershof, weil die Kombination aus Materialforschung mit Photonen und Neutronen sehr attraktiv ist. Das heißt, man macht röntgenografische Untersuchungen in Adlershof am Bessy-Beschleuniger und Neutronenstreuversuche entsprechend hier. Und diese Neutronenstreuversuche kann man natürlich nicht nur hier machen, sondern es gibt zahlreiche Einrichtungen in Europa, wo man diese machen kann. Und es ist überhaupt kein Problem, an die auch nicht so stark ausgelasteten Einrichtungen in Garching zu gehen. Es gibt von 1998 eine Studie im Auftrag des Senates über die Zukunft des Wissenschaftsstandortes hier am Hahn-Meitner-Institut. Ja, Matze, was sehen wir als nächstes? Ja, einen Beitrag von Heiner über die letzten Ereignisse aus Syrien. Band ab. Es wird berichtet, dass über 100 ausländische Söldner von syrischen Regierungstruppen festgenommen wurden, nachdem die syrischen Truppen die Kontrolle über bislang von den Rebellen gehaltene Viertel von Homs wiedererlangt haben. Es wird berichtet, dass die Mehrzahl von ihnen Franzosen sind, aber eine Anzahl stammt auch aus anderen arabischen Staaten. Die syrischen Behörden vermelden, dass sich die Lage in der Stadt wieder normalisiert, nachdem sie sich über einen Monat lang im Belagerungszustand befand. Aber wie unsere Reporterin berichtet, gibt es Befürchtungen, dass die Kämpfe noch nicht vorbei sind. 2 Tage nachdem sich die Rebellentruppen aus dem Stadtteil Bab Omar in Homs zurückgezogen haben, gibt es Befürchtungen, dass Vergeltungsschläge zu erwarten sind. Der Chef der Rebellengruppe Free Syria hat gesagt, dass der Rückzug am Donnerstag ein taktischer Rückzug war. Der oppositionelle syrische Rat, der von der EU als repräsentativer Vertreter des syrischen Volkes anerkannt worden ist, hat vor Massakern gewarnt und seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, die Rebellentruppen mit Führungskräften und mit Waffen zu unterstützen. Die Oppositionsgruppe hat bereits einen militärischen Rat gebildet, um die Versorgung mit Waffen zu koordinieren. Diese Berichte folgen Erklärungen der Freien Syrischen Armee, dass sie bereits Waffen und Boden-Luft-Raketen für den Einsatz gegen Flugzeuge erhalten haben von US-amerikanischer und französischer Seite. Humanitäre Organisationen haben an den syrischen Präsidenten Assad appelliert, einem täglichen 2-stündigen Waffenstillstand zuzustimmen, um humanitäre Lieferungen in die Gebiete durchzulassen, wo die Kämpfe immer noch anhalten. Aber es gibt auch Befürchtungen, dass die Unterstützer der Opposition im Ausland dieses ausnutzen werden, um Waffen zu den Rebellen zu bringen. Unterdessen wird es immer klarer, dass die ausländische Unterstützung der Rebellen in Syrien über die reine Unterstützung mit Waffen hinausgeht. Lokale und regionale Medien haben über die Gefangennahme von über 100 ausländischen Kämpfern in Homs berichtet. Bei den meisten soll es sich um französische Fallschirmjäger gehandelt haben. Währenddessen verschlechtert sich die humanitäre Lage in der Stadt, die sich seit über einem Monat in einer Art Belagerungszustand befunden hat. Das internationale Rote Kreuz und der syrische Rote Halbmond sind beide vor Ort im Einsatz und haben 7 Lastwagen mit Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und anderer Notversorgung in die Stadt gebracht, und es wird erwartet, dass sie Verletzte evakuieren werden und die zahlreichen Leichen der Toten räumen werden, die bei den Kämpfen in Homs umgekommen sind. Unterdessen berichten Einwohner der Stadt Homs und Augenzeugen von den schrecklichen Eindrücken des Blutbads, das Teil des täglichen Lebens in Homs wurde. Wir haben mit einer russischen Frau gesprochen, die über eine Woche in der umkämpften Stadt verbracht hat. Sie sagt, dass das Bild, was in den Medien vermittelt wird, nicht immer mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Ich habe 9 Tage mit dem syrischen Roten Halbmond in Homs zugebracht und ich habe mit meinen eigenen Augen das Blutvergießen und die Toten, die herumlagen, mit ansehen müssen. Viele der Medien produzieren die Zahlen der Opfer aus dem Nichts heraus, die Eile, mit der sie über eine Menge von Opfern berichten. Es ist aber zum Beispiel unmöglich, über die genaue Zahl der Toten zu berichten, wenn ein Gebäude zusammenbricht, wo es doch Tage braucht, bis die Körper geborgen worden sind. Die meisten Medien versuchen, die Armee für alle Gewalt verantwortlich zu machen, aber so stimmt das nicht. Die Kämpfer der Opposition sind nicht weniger verantwortlich für das Töten und für die Gräueltaten. Viele Rebellen in Homs benutzten in Deutschland hergestellte Raketen, um Armeestützpunkte anzugreifen und Soldaten zu töten. Alles in allem ist die humanitäre Lage in der Stadt entsetzlich. Kein Wasser, keine Elektrizität und kaum zu essen. Und das Schlimmste ist, dass sich die meisten Menschen an diese Bedingungen gewöhnen. Ja, Matze, was sehen wir jetzt denn noch? Jetzt sehen wir nochmal ein Soli-Konzert in der WABE. Das geht um den Kulturabbau in Pankow. Und die WABE ist mit eins der sozialen Projekte, die von der Schließung bedroht sind, wie Jugendclubs und Bibliotheken und öffentliche Bäder, glaube ich, auch. Okay, dann sehen wir jetzt Band ab. Ein stilles, ernstes Wort aus schattigen Gehegen dringt wie Feuer in mein Herz, dringt wie Feuer in mein Herz, dringt wie Feuer in mein Herz. Selig blühen die Rosen und ruhig scheint der Wald, ruhelose und träumerische Zeit, ein stilles, ernstes Wort. Kind haben Wind zerzaust, Entstanden oder Pankow, kann man jetzt auch sagen, Hilfe der Schleimer kommt. War so in so einer Bar, so hatte ich einer so immer mehr so an den Schrank. So. Das war meine Magazinsendung, Magazin der Nichtarbeit. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und schau auch beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss!